So, ihr Lieben, weiter geht's mit einem neuen Video hier von Russian Fishing 4. Mal wieder hier am Wolcho, am Level 20 Gewässer. Und wer den letzten Livestream gesehen hat, hat auch gesehen, wie krass es abging mit den Lachsen. Also, nicht lang rumfaxen, ab zu den, ab zu den Lachsen und Gas geben und zusehen, dass wir hier noch ein paar Brocken rausziehen. Machen wir mal eben den Sound ein bisschen leiser hier von dem Boot. Und gucken, was so geht. Im Livestream, wie gesagt, war es unnormal gut. Es waren ein paar... 215 Kilo Lachse waren natürlich auch mit dabei. Es waren viele Hechte mit dabei. Viele Lachse auch so im Bereich von 5 Kilo. Alles in allem ein heftiger Kescher. Eine Stunde mit über 800 Silber. Psch. Nicht verraten. Ich bin wahnsinnig gespannt. So. Also, das ist jetzt 2 Tage her. Knapp, nicht ganz. Ich hoffe, das funktioniert jetzt noch. So wie es lief. Gucken wir uns mal eben das Setup an. Ich bin hier mit der Super Duty, die hat 24 Kilo Tragfähigkeit. Ich glaube, so mit 15 Kilo Routen könnte man anfangen. Es gibt ja recht günstige, sagen wir, so um die 250 Silber kosten die Anfängerrouten. Also wenn man da so eine 15 Kilo Route hat, eine 14, 15 Kilo Rolle, die Alpha oder die HSV, dann kann man hier, glaube ich, schon ganz gut was rausziehen. Und dann natürlich hier auf die Cranks. Die laufen nach wie vor sehr gut. Da ist er und der Crank schön kombiniert mit dicken Puschelhaken dran, damit es auch richtig lüppt. So, einmal. Und das Wichtige hier, ich habe es nur halb ausgeworfen, das Wichtige hier, ein Vorfach ist dran, ein Fluorocarbon-Vorfach, und zwar eins mit 27 Kilo Tragfähigkeit. Vielleicht könnte man auch noch runtergehen bis 22, aber wesentlich weiter würde ich, glaube ich, nicht runtergehen, weil... So, machen wir schon mal den Trollinggang an. Wir sind jetzt hier. Ja. Jetzt fahren wir hier so rein, fahren hier gleich so eine Kurve. Ein bisschen dagegen lenken, so. 27 Kilo, warum 27 Kilo? 22 bis 27 Kilo. Kann auch ruhig ein bisschen mehr sein. Wahnsinnig viel mehr muss es aber, glaube ich, auch nicht sein. Damit die Hechte, die hier reingehen, die Schnur nicht so schnell durchbeißen können. Also ich glaube, die Schnur kann immer noch durchgebissen werden. Da müsste es aber eine Hecht-Trophy sein. Die könnte es... Oder eine richtig dicke Hecht-Trophy. Die könnte es vielleicht noch schaffen, die Schnur durchzubeißen. So, das sind die beiden. Mal eben hier aus dem Gestrüpp wieder raus. Die beiden Routen, 1 und 2. Und auf der 3 kommt meine stärkste Route. Damit ich da auch am schnellsten einkurbeln kann. Falls auf der 1 und 2 was beißt. So, mal so ein bisschen hier ausrichten. Ja, und gefahren wird jetzt hier quasi hier in diesem mittleren Bereich. Hier hoch. Dann kann man hier einmal so wenden und dann hier wieder runter. Einmal hier so wenden. Eigentlich hier so eine 8 kann man fahren oder hier so im Kreis. Einfach. Ich bin sonst immer auch bis hier oben gefahren. Das muss gar nicht sein. Man kann einfach, wie gesagt, hier in diesem inneren Bereich herumfahren. Auch hier in diesem, im hinteren Teil, wo wir gerade drauf zufahren, da waren vor ein paar Tagen auch ein paar dicke Bisse dabei. Ich habe sehr schnell gemerkt, Alter, das wird eine ganz krasse Stunde, ein ganz krasser Kescher. Und ich bin echt sehr gespannt, wie es jetzt gleich lüppt und ob auch hier ein paar dicke draufgehen. Ich habe nach der Stunde noch mal ein bisschen weiter probiert. Was man auch machen kann, wenn man noch nicht so ein dickes Setup hat, natürlich auch hier mit den Hunter-Ködern rumprobieren. Ich hatte dann auch noch probiert mit den, hier sind sie, Sotori 22. Die haben auch gut funktioniert. Auch da sind ein paar Hechte dran gegangen. Es sind ein paar Lachse drauf gegangen, die aber alle nicht so ganz groß waren.
dementsprechend weniger verdient man natürlich. Aber wenn man natürlich hier jetzt die ganze Zeit einen 15 Kilo Lachs draus drillt, bei einer 15 Kilo Rolle, da bist du ja auch eine halbe Stunde mit beschäftigt fast. Naja, vielleicht übertrieben, aber sag mal, 15 Minuten hängst du da bestimmt an dem Drill. In der Zeit fängst du ja auch nichts. Da kann man vielleicht lieber ein paar kleinere fangen, die man dann schneller rausziehen kann. Crank nochmal eben raussuchen. Ruhig auch mal mit ein paar anderen Farben probieren. Cremefarben, gelblich-cremefarben hat bei mir auch funktioniert. Da waren auch welche dran. Und auch andere blaue Köder funktionieren. Aber im Moment mit am besten ist tatsächlich dieser hier, DP Crank 6002. Und das Schöne ist, man sieht das gleich beim Auswerfen, hier an der Schnur, wie schnell die runter geht, die Schnur. Das heißt, der kommt ins Wasser. Man kann auch nochmal Enter drücken. Dann geht er wieder hoch. Der Bügel ist jetzt offen. Bügel zu. Und der geht halt schnell wieder runter, ne? Man kann dann tatsächlich hier im Fahren, ich habe jetzt hier Einholgeschwindigkeit 50 und mache so eine halbe Umdrehung und komme hier sogar ins Twitchen rein. Das heißt, man hat zwei Routen links und rechts, die so ein bisschen passiv einfach nur hinterherziehen. Und mit der einen kann man hier aktiv auch noch so ein bisschen twitchen. Jetzt müssen wir mal eben hier hart in die Kurve. Kurve! Oh mein Gott, kriege ich die Kurve noch? Ob der noch die Kurve kriegt? Kurbel, Kurbel, Kurbel. Einmal schnell gedreht. So, und weiter. Uff. Da hätte ich ein bisschen eher einlenken müssen. So, jetzt fahren wir hier hoch. Hier hoch und dann... Hier der Bereich ist auch ziemlich sexy. Hier geht's richtig gut. Ich habe es auch mal probiert hier im Stehen. Einfach nur durchziehen. Ist nicht so ganz sexy. Ist nicht so ganz sexy. So, jetzt gucken wir nochmal eben hier auf die Schnur. Und da schießt und da geht der Biss rein. Sehr geil. Genau so. Und das werdet ihr immer wieder sehen. Also in dem Moment, wo man auswirft. Komm ran hier. Und da ist schon der erste. Sehr gut. Erster Maßiger. In dem Moment, wo man auswirft, der Köder liegt, bügelt zu. Und der Köder schießt runter. Bügel wieder aufmachen, abwarten. Das kann man halt so ein bisschen spielen. Bügel wieder zu. Das ist halt immer richtig gut. Mal ein bisschen in die Kurve hier gehen. Dass man quasi den Köder, dass der runterschießt. Ab ins Wasser rein. Mit der dicken Schaufel vorne gräbt er sich quasi tief unten ins Wasser rein. Das ist ja auch diese Twitch-Bewegung, die man hier macht. Also immer dieses Reinschießen ins Wasser. Zack. Und jetzt steigt wieder hoch und zack, zieht man ihn wieder runter. Kurbeln. Kurbeln. Er steigt ein bisschen hoch. Kurbeln. Kurbeln. Also hier geht es jetzt quasi durch sehr schnelles Einkurbeln. Immer nur eine kleine Umdrehung. Zack. Und er schießt immer so ein bisschen runter. Wenn man das im Stehen macht, macht man dieses Twitchen halt mit der rechten Maustaste. Ne? Man kurbelt und macht dann zack. Diese Bewegung mit der rechten Maustaste. Aber jetzt hier beim Fahren geht es eben so auch ganz gut. Bisschen auswerfen. So, fahren wir mal in die Richtung ein bisschen. Und dann schießt er wieder runter. Man kann natürlich auch einfach zwischendurch anhalten. Also das Schleppen, gerade wenn man mit zwei Routen jetzt nur unterwegs ist. Dann macht man das einfach aktiv, das was ich jetzt hier gerade mache mit dem Twitchen. Wenn ihr jetzt also am Anfang vielleicht nur zwei gute Routen habt, kann man entweder vielleicht eine leichte oder eine ultraleichte Route nehmen und dann mit dem Blinker hier rumhantieren oder einfach den Trollinggang sein lassen, kurz anhalten und dann wieder losfahren. So, dann kommt eben auch diese harte Bewegung quasi vom Twitchen links und rechts. Zack. Also das ist halt so dieses Durchziehen. Einfach ein bisschen Gas, Rückwärtsgang. Auftauchen lassen, Vorwärtsgang.
Also auch so kann man das machen. Das kann man übrigens auch da ist was Kleines dran. Kuori kann man das auch gut machen. Dem ehemaligen Kristallsee. Oh ja, kleiner Barsch. Schmeißen wir direkt wieder rein. Der verstopft nur den Kescher. So, gucken wir nochmal kurz drauf. Ja, so ist das Setup. Ich habe hier einmal ein kurzes Fluorocarbon mit 27... Oh, da war schon was dran. Mit 27 Kilo. Und einmal ein langes mit 60 Zentimetern. Aber wie gesagt, das... Da haben wir einen schönen Hecht. Sehr gut. Für die Hechte sollte es schon ein Fluoro sein, was so... Ja, mit 27... Also ich gehe auf Nummer sicher. Ich möchte keine teuren Köder verlieren. Deswegen lieber auf Nummer sicher gehen. Und schon wieder was dran. Also da, alleine das Auswerfen hier in dem Bereich, da geht es dann wirklich schon wieder gut ab. Und selbst die kleinen Hechte ab 700 Gramm sind sie maßig. Selbst die alle mitnehmen. Ja, machen wir mal eben den Trollinggang nochmal an. Zack, auswerfen. Und die Schnur geht wieder runter. Perfekt. Genau, und dann fahren wir jetzt mal hier so eine kleine Kurve. Da ist schon wieder was dran. Ich habe mich jetzt im Nachhinein echt gefragt, woran lag es, dass es so eine irre Bissfrequenz war in dieser besagten Stunde. Ich bin immer noch nicht ganz klar damit, woran das lag. Was das alles für Komponenten waren, ob es wirklich einfach nur ekelhaft lucky war. Zack, da geht der nächste rein. So muss das sein. Das ist perfekt. Überall nur rausziehen. Und ärgert euch nicht, perfekt 1 Gramm. Genau maßig, 701 Gramm. Ärgert euch nicht über die Hechte, die bringen alle gut Kohle. Deswegen halt ruhig das 27er Fluoro mitnehmen. Und drüber freuen, dass da was beißt, was Silber bringt. So, jetzt sind wir hier in dem. Ich mach mal eben so eine Kurve in die Richtung. Schmeiß nochmal die dritte Route raus. Bremse zu und er schießt schön runter wieder. Jawohl. Zack. 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 Ich hatte zwischendurch auch einen kleinen Wels dran. 22 Kilo Wels hatte ich auch noch mit rausgezogen. Dann ging beim Durchziehen im Livestream ging hier dann auch noch eine Döbel-Trophy dran. 4,5 Kilo. Das war natürlich auch nochmal sexy. Also alles in allem, wie gesagt, übelst erfolgreich. Übelst erfolgreiche Stunde. Sehr, sehr, sehr krass. Zack, und hier auch beide wieder. Sehr schön. Beide Routen unten. So muss das sein. Den schnell einkurbeln hier, die Hauptroute. Oder die schwerste Route. Die beiden hier sind gleich. Das sind meine klassischen Schlepprouten. Sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, gutes Wurfgewicht. Also die lohnen sich wirklich. Super Duty S88H. Es gibt noch eine etwas stärkere. Allerdings ist die etwas stärkere Route tatsächlich ausschließlich nur noch fürs Schleppen, weil die ein ganz bescheidenes Wurfgewicht hat. Dafür hat die ein bisschen mehr Tragkraft. Aber im Großen und Ganzen passt es hier. Mit 24 Kilo ist es häufig so, dass das tatsächlich im gesamten Setup das schwächste Glied ist, die Route. Was man ja natürlich eigentlich nicht so machen sollte. Aber wenn man da vorsichtig ist mit den Bremsen, tippitoppi. So, jetzt wieder hier dran vorbei. Das war jetzt die Kurve. Jetzt geht es hier quasi wieder rein. Zap, zap. 1, 2 und die 3. Hep. Und tschu, der Köder schießt wieder runter und zieht seine Bahn. Und dann ruhig hier wieder ein bisschen aktiv damit sein mit der dritten. Schön wieder hier ins Twitchen reinkommen. Oder wie gesagt, auch hier einfach mal zwischendurch Enter drücken. Dann geht der Bügel auf. Bisschen ab hier, ein bisschen treiben lassen. So, Bügel wieder zu. Und dann geht er wieder. Da hatte ich mehrfach auch Bisse mit der Methode, dass der Köder dann wieder hochgeht. Bisschen rumexperimentieren einfach.
Ja, wie gesagt, oder einfach dann auch, ne, mit den kleinen Routen, die man sonst am Belaya verwendet. Da ist der nächste dran. Ziehen wir mal ein bisschen schneller hier. Zack, zack. Zack, und da geht auch noch einer. Tipptopp. Irgendwas Kleines noch. Na, kleiner Atlantischer. 1,4 Kilo. Schöne Fischfetzen. Und da geht der nächste. Und geht sogar schon ein bisschen in die Bremse. Drehen wir mal etwas hoch. Also wie gesagt, gerade hier oben der Bereich, ne? Sensationell. Sensationell. Ich fahre gleich mal direkt hier rüber. Drehen wir mal die Runde andersrum. Sehr gut, ey. Und da... Oh, ein Rapfen. Geil, ein Rapfen, ey. Auch so geil. Bringt auch so gut Silber. Beste Fische, ey. Mega gut. Mega gut, ey. Und da zack. Und da geht's... Das ist das Geile. Rausgeworfen. Der Köder schießt in die Tiefe. Und die Fische werden übelst getriggert. Döbel, jawohl. Alles gute Fische hier, ey. Tipptopp. Ein nach dem anderen. Zack. Und der nächste schießt runter. Perfekt, ey. Auch was Kleineres wieder. Nochmal ein Döbel. Alles okay. Man kann hier alles mitnehmen. Und die dritte Rute auch noch schnell raus. Zack. So, mal eben gucken, wo bin ich hier? Oha. Oh ne, da muss ich sogar, da fahre ich sogar jetzt hier, mache ich die Kurve in die Richtung. Führung mit Zwischenstopp macht er jetzt sogar. Guck mal, weil ich hier so ein bisschen lang gezogen habe und dann aufgehört habe. Ziehen und Stopp. So, jetzt machen wir hier die Kurve wieder. Ja, das geht gut. Ich meine, schleppen ist ja nicht wirklich schwierig, ne? Das ist ja nicht wirklich schwierig. Und das, bam, geil. Und das Allerbeste ist halt, auch mit einem schlechten Setup, auch mit einem schlechten Setup kommt man mit dem Schleppen halt eher mal klar, als wenn du mit dem gleichen Setup hier fest am Ufer stehen würdest. Dann kann es einfach passieren, dass der Fisch dich leer zieht. Und hier kannst du einfach die ganze Zeit, bleibst du im Trollinggang, steuerst die ganze Zeit und fährst locker hinterher. Und wenn du den Fisch dann auch noch ein bisschen steuern kannst dabei, dann ist das alles tutti. Dann sollte man echt nicht leer gezogen werden. Auch wenn du da mit einem fetten Wels drillst oder so, ist das ganz entspannt dann. So, zack, und weiter geht's. Sehr schön. Da wurde gerade sogar so ein bisschen schmuddeliges Wetter angezeigt, aber es geht ja sogar. Machen wir hier nochmal schnell ein bisschen twitchen. Ja, will er nicht. Vielleicht ist es ein bisschen flach hier auch gerade. Doch, da kommt er wieder in den Twitch, jawohl. Und reinziehen und schnell den... Da war was dran. Raus damit. Aber auch eher wieder was etwas Kleineres. Na, ich meine, so ein 15 Kilo Lachs. Oh ja, schön. Zander. Und da geht der nächste. 15 Kilo Lachs bringt natürlich ordentlich was. Ich glaube, über 50 Silber. 60 Silber oder sowas war das sogar. Das kann man natürlich gut reinballern. Das hilft. Zack. Auch wieder ein bisschen kleiner. Aber egal, alles mitnehmen. Und den auch wieder raus. Und jetzt hier hart in die Kurve. Hart in die Kurve. So, jetzt fahren wir hier so hoch. Perfekt. Wo ich gerade noch den Zander gesehen habe. Zander läuft ganz gut hier auch in diesem Bereich. Einfach so ein bisschen mit
treiben lassen. Nachts hatte ich es übrigens auch ausprobiert. Von hier oben aus, Motor ausgemacht, Köder rausgeschmissen, auch einfach treiben lassen. Man treibt ja hier locker langsam runter. Also die Strömung geht komplett hier über das Gewässer hier runter. Und dementsprechend kann man sich eben auch hier hinstellen und wird hier langsam angetrieben. In diesem Bereich, wo man jetzt gerade hier hinschaut. So. Und dann mal wieder zusehen, dass wir hier ins Twitchen kommen. Weil es geht eigentlich noch mehr. Da kann noch ein bisschen was gehen. Wobei bis jetzt immerhin 15 Stück. Kann sich schon sehen lassen. 13 Minuten, 15 Fische. Kann man schon machen. Man ist ja auch mit drei Routen gleichzeitig unterwegs. Und macht hier ordentlich Meter, ne? Fahren wir mal jetzt hier so eine kleine Kurve. Und dann hier über den 8 Meter Bereich und wieder zurück. Da geht was auf A1. Übrigens hier, ich habe die Routen immer so belegt, dass ich die 1 immer links habe, die 2 immer rechts und die 3 ist dann immer die aktive. Dass man da auch nicht durcheinander kommt. Auch wieder ein bisschen was Kleines. Kleiner Lachs. Ja, die können aber mal, ne? Könnte man mal eine Null dranhängen. Die Trophy fehlt mir noch. Also von daher hätte ich da nichts dagegen. Oh, ein bisschen Schnur rausschmeißen. Und mal in die Richtung. Ich habe immer das Gefühl, dass so da hinten in diesem Bereich, da oben jetzt, eher mal die Hechte sind. Also hier in diesem Bereich. Dass das eher so ein bisschen Hecht-Area ist. Ist auch so ein bisschen verschilft am Rand. Also dass da dann deutlich häufiger mal Hechte rangehen. Ich glaube, ich fahre gleich auf dem Rückweg mal hier an dieser Hecht-Area vorbei. Bis hier unten hin. Hier ist ja auch alles Schilf. Ruhig mal noch ein paar Hechte mitnehmen. Das schadet ja nicht. So, dann gehen wir hier in die Kurve. Und wie gesagt, hier dann zwischendurch immer aktiv reintwitschen. Zack. Und da ist schon der nächste wieder. Ja. Gibt so ein bisschen Widerstand, aber hat keine Chance. Auch vielleicht maximal im Kilobereich. Ja, 1,3. Da fehlt überall eine dicke Null hinten dran. Das wär's, ey. Schnell die dritte wieder mit raus. So, und dann geht es jetzt hier in die Richtung zurück. Bügel einmal aufgemacht, wieder Führung mit Zwischenstopp, sagt er. Zack, Bügel zu. Und da geht einer rein. Sehr gut. So soll das sein, genau so. So. Wehrt sich auch ein bisschen. Komm ran hier, Alter. Jeppa. Auch, auch, guck mal. 2 Kilo Döbel, ey. Da ist aber einer gierig. So. Jetzt hier so ein bisschen mehr rüberlenken. Ziehen wir mal hier genauso an der Kante hier so entlang. Genau. Bügel auf. Da kommt Führung mit Zwischenstopp. Zack, Bügel zu. Jetzt sagt er sogar schnelles Einkurbeln. Bügel auf. Wenn es weg ist, zack, Bügel zu. Macht er wieder schnelles Einkurbeln. 2 Führungsstile, einfach nur mit Enter, ne? Also einfach nur Bügel auf, Bügel zu.
Zack. Ganz entspannt, man muss gar nichts machen. Zack. So, hier weiter rum. Richtung Schilf. Immer aufpassen, dass die Bremse nicht zu weit oben ist. Nicht, dass euch da irgendwie was abreißt. Ist das gut, ey. So, ich glaube, da ist was dran, ne? Ist da was dran auf Fahrt 2? Hier ist auf jeden Fall was dran. Da kurbel ich jetzt mal ein bisschen schneller. Mal eben G gedrückt, kurz den Motor ausmachen. Weil sonst mache ich jetzt ganz viel Strecke hier. Und habe ja effektiv gar nichts dran. Ne? Also beziehungsweise ich habe ja links und rechts schon einen Biss. Und kann ja nicht noch mehr dran bekommen. Aber fahre hier schon wieder fängige Gebiete ab. Das macht ja dann auch keinen Sinn. Also kurz anhalten. Reinkurbeln. Auch wieder ein Hecht. Gerade maßig. Hier drehen wir jetzt mal eben rum. Das heißt, dann geht es hier gleich in die Richtung. Zack. So. Den zweiten auch noch rausziehen hier. Ein kleiner Barsch oder so. Jawohl, die sind halt immer mal wieder mit dran. Einfach wegballern. Und Trollinggang an, dritte Route und gib ihm. So. Jetzt geht's hier wieder rüber. Und so weiter und so weiter. Tja, und so geht's dann die ganze Zeit. Einfach immer weiter im Kreis. Und es fühlt sich immer mehr, gehen wir mal nach Gewicht. Es füllt sich halt immer mehr der Kescher. Die Lachse, man sieht es hier, die Unmaßen, kann man schön zu Fischfetzen verarbeiten. Oder man verkauft auch die für ein paar Cent. Ansonsten immer schön die Hechte mitnehmen und die Lachse rausprügeln. Probiert ruhig andere Köder aus. Klar ist immer ein schöner Anhaltspunkt, dieser Wochenrekordsköder. Das ist natürlich immer gut, wenn man weiß, was da geht. Aber achtet da vielleicht eher auf die Farbe als exakt auf diesen Köder. Und bam. Ei, 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 ei. Okay, der hat nochmal Bock. Oder? Ne, so viel Bock hat er auch wieder nicht. Ich dachte, das wäre es jetzt noch schön gewesen. Ey. Zieht ein paar Brocken raus. Am besten ein paar schöne Lachse. Und wenn es richtig rappelt in der Rute, da macht's auch richtig Bock. Das muss halt richtig abziehen. Mega gut, ey. Und die kämpfen. Die mit 15 Kilo. Lecko, funny, ey. Kopfschläge und hin und her und so. Richtig gut, ey. Zack. Schön. Jawohl. Das ist doch schon mal ein schönes Gerät. Kann noch besser. Kann noch besser. Weitermachen. Weiterziehen. Ich drehe jetzt hier noch meine Runden und befreie euch hier von dem Geknatter und von dem Gelärme. Weil das ist ja schon ein bisschen hart nervig mit dem Motor die ganze Zeit. Petri wünsche ich euch. Wenn dir das Video gefallen hat und geholfen hat, lass doch einen Daumen da, abonniere den Kanal. Und dann sehen wir uns montags, mittwochs und freitags im Livestream auf Twitch. Tschüss.